Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 15. Juni 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. War auch eine Hochkultur. Ein Teil von diesem Kalender ist verloren gegangen durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. Die Mayas haben zwei heiligen Zahlen und das ist die Zahl 20 und die Zahl 13. Darauf baut sich die ganze Kalendersystem auf. Die Mayas haben 20 Wellen. Es sind Frequenzen, Tönen, Schwingungen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Und das könnt ihr so vorstellen wie in unserem Kalender, die 7 Tage Woche. Wir befinden uns gerade in 15. Welle, könnte ich sagen, Schwingung. Und das dauert bis 23. Juni 2019. Über diese Welle herrscht Akbal und bestimmte Themen. Und diese Themen herrscht 13 Tage lang. Akbal bedeutet übersetzt Nacht. Und damit ist unserem Unbewussten gemeint. Und das heißt, unserem Träume wahrnehmen, unseren Visionen, unseren Sehnsüchte. Die Blick sollen wir nach innen richten. Es sind gerade Veränderungen, Erneuerungsprozesse. Wir befinden uns bei dieser Welle in einer Übergangsphase, aber da erweitert sich der Horizont. Wir bekommen auch ein anderes Bewusstsein. Der heutige Tag ist der 5. Tag dieser 15. Welle und die Zahl 5 wurde so gezeichnet. Die Mayas sagen, das ist der Mittelpunkt. Und das heißt, es kommen Einflüsse von außen, Einflüsse von innen wie Unsicherheit oder Angst und wir sollen das überwinden, unserem inneren Stärke entdecken. Und das ist diese Zahl 5, nicht nur die innere Kraft, die innere Stärke, sondern auch unsere Mitte. Die Mayas vergleichen das mit der Spitze des Pyramiden. Und das zeigt Kraft und Macht. Die heutige Tagesenergie zeigt sich hier Manik. Manik bedeutet Hand. Ein blauen Hand und Hand symbolisiert Handlungen, alles im Hand zu nehmen, in Bewegung setzen. Manik symbolisiert auch die 4 Elemente und bei den Mayas bedeutet das die Medizinrad, das heißt, der heutige Tag ist ein Heilenergie. Aber bestimmt auch die Himmelsrichtungen, das heute ist wichtig, die Orientierung oder Neuorientierung. Bedeutet auch schöpferische Kraft, schöpferische Energie, Vitalität und Spiritualität. In unserem Körper zeigt sich Manik, diese Energie, und das können wir medizinisch auch betrachten, unsere Arme, Hände, Beine und Füße. Krafttier ist Hirsch. Und das war diese Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure
Dendera Susanna Medici.